Hallo ihr Lieben, hier ist der Joe aus der Basteloase. Ja, ich habe heute noch ein Video für euch, und zwar zu meinem Album. Und zwar auch, wie man die Schablonen von Kreativ-ID auch mitverwenden kann, um einem Album Klappseiten zum Beispiel zu gestalten. Und ihr wolltet ja auch gerne mal sehen, wie ich eine Seite von einem Album gestalte. Und das ist jetzt mal eine Seite, wo ich euch einfach mal ein Stück mitnehme. Ich habe ja schon mal einmal vorsorglich gemacht, getestet, wie das Ganze dann aussehen soll und ob es funktioniert. Das ist ganz einfach, das ist mit Magnet. Und dann ist das quasi einfach zum Aufklappen. Wird innen natürlich auch noch verziert. Ja. Aber das ist halt so die Grundidee, dass man das halt so ein bisschen geschwungen mal zum Aufklappen hat. Das ist ja doch nochmal ein bisschen ein anderer Effekt, wenn man das so aufklappen kann, als wenn man jetzt nur das eckig hat oder sowas. Und das geht halt auch gut mit den Schablonen von Kreativ-ID, da man ja hier diese Rundformen oder ähnliches auch ein bisschen vorhat. Also sind die auch ein bisschen oval, je nachdem welches Set man hat und sowas. Und da kann man einfach mit Hilfe sich dieser Schablone, sich Schnittlinien dann anzeichnen und die dann halt dementsprechend ausschneiden und umsetzen. Und das finde ich schon ganz praktisch. Also da ist eine Möglichkeit, die Schablonen von Kreativ-ID auch für solche Alben, wie ich sie mache, zu verwenden und jetzt nicht nur für Fotolayouts, was ich persönlich ja dann immer auch gut finde, weil man das eben auch für andere Sachen machen kann. Das Set hier ist übrigens, was ich nehme von Kreativ-ID, das ist das Set Roam. Genau, da sind dann nochmal zwei Schablonen bei. Genau, von Asa sind die. Ja, mein Shoplink ist ja wie immer unten in der Videobeschreibung drin, wenn ihr Sachen von Kreativ-ID da euch für interessiert, dann kommt ihr darüber direkt auf die Seite von Kreativ-ID und könnt über mich bestellen. Wenn ihr Fragen zu Kreativ-ID habt oder wie man da bestellt, generell könnt ihr mich gerne anschreiben unter anjosbastelorase@yahoo.com. So, genug dazu. Das heißt, ich brauche natürlich Papier, die Schablonen, Designpapier. Ich arbeite weiter mit der Sweet Dream Collection von Stamparia. Da mache ich ja mein aktuelles Album mit. Dann natürlich die Schablone, wie gesagt, Papier, na, das ist 200 Gramm Karton, Farbkarton, den nehme ich mal für die Seiten, für die Grundgestaltung, weil die sind schön stabil, ne? Stabil genug und trotzdem kann man sie noch gut genug schneiden und vor allem auch gut genug falten, wenn das nötig ist. Und das ist von Ideen mit Herz, das bricht nicht. Ne, da brechen die Kanten nicht und so, das ist ja auch wichtig, dass das Stabilität hat. Ja, und dann natürlich Schere, Kleber, was man so hat. Wenn man mit den Schablonen arbeitet, generell, wenn man Schablonen hat, mit denen man auszeichnen will, entfernbares Klebeband. Das ist jetzt hier davon Scotch, das gibt es unter anderem auch bei Kreativ-ID. Da ist natürlich auch drin, weil man die Schablone ja zum Aufzeichnen und so einmal fixiert auf dem Papier, damit die einem nicht verrutscht während des Zeichnens. Ja. Gut, dann musst du mal kurz gucken, was die Hunde im Hintergrund zu sagen haben. Genau. Ja, also wie gesagt, dass man die fixieren kann mit dem entfernbaren Klebeband. Und wie gesagt, das muss entfernbar sein. Das darf nicht zu stark kleben, damit ihr euch nicht zu einem Papier abzieht. Hi, Barney. Ja, Barney guckt natürlich auch wieder zu, was ich hier genau mache. Ja, ihr kennt mich ja hier, Bastelbegleitkarte. Ne? Genau, dann muss natürlich immer genau gucken, was ich hier mache. Ja, Barney, du bist hübsch, aber ich brauche meinen Platz. Ja. Genau, so für die Grundseite an sich erstmal. Ne, ich habe ja immer diese Bindung, wie man die Bindung macht, habe ich euch schon gezeigt, die man aussteckt. Dafür habe ich mir schon mal zwei Bögen Papier zurecht geschnitten. Einmal habe ich eine 21x21, ich mache die Größe der Seiten immer 21x21. Also etwas größer als die 8 Zoll. Und mein das Papier von Stamparia hat ja diese Größe, das sind ja 8x8 Zoll, also 20,3x20,3 cm. Und dann ist das immer so, dass ich eben überall bei 21 einen schönen gleichmäßigen Rand habe, was natürlich ganz gut ist. Und ja, das, was man über hat, kann man gut nutzen, um dann zum Beispiel Kanten zu basteln, zum Falten, was weiß ich. Ne? Also auch das, die Papierabschnitte kann man später mal noch gut gebrauchen. Und das geht gut. Wie gesagt, eine in 20x20, 21x21 für die Grundseite jetzt. Und dann noch eine in 21x25, beziehungsweise ich mache 25,2, weil ich für die Falzkante so ein bisschen was, immer ungefähr einen Millimeter dazu rechne, das gestellt, dass es etwas besser geht.
das Ganze mache ich jetzt ganz einfach, um die Seite so zu gestalten, dass ich es später auf die fertige Bindung aufschieben kann. Ja, weil ich musste irgendwie drauf machen können. Man hätte es immer, dass ich auf jeder Seite bei 2 cm oder also so ein Prägeboard eurer Wahl, ne, oder ihr nehmt so ein Papierschneider mit Prägefolder drin. Für die Fiskars-Schneider, für das Schneidebrett von Fiskars, das kleine, was ich habe. Also. Das hier, das habe ich euch in anderen Videos von Kreativ-ID zum Beispiel schon vorgestellt. Das ist super. Da gibt es auch diese Falzeinsätze für. Allerdings ist es bei dem so, dass man entweder das Messer oder den Falzeinsatz drin hat. Man hat hier an der Seite nicht genug Platz für beides. Na, also theoretisch könnte man so beides reinmachen, aber dann verliert man halt Platz. Ne? Deswegen ist da eigentlich immer nur eins drin, aber es gibt da auch die Falzmesser quasi für. Na, dass ihr das wisst, falls ihr den habt oder euch mit dem liebäugelt, weil ansonsten ist der wirklich super. Also ich arbeite super gerne mit dem. So, also jetzt bei 2 cm pro Seite jeweils einmal eine Falzlinie machen, damit sich das besser umfalten lässt. Also ich mache das immer mit dem Prägeboard. Wenn ihr das gut könnt, könnt ihr es natürlich auch von Hand machen. Aber ich finde das immer mit dem Prägeboard besser. So, und dann muss ich mal gucken, ob ich mein Falzbein hingelegt habe. Theoretisch muss ich eins hier haben. Praktisch habe ich es wieder weggepackt. Ich habe da genug von. Falzbein eurer Wahl. Ist immer gut, dazu, also einen Start zu haben, wenn man Papier bastelt. Habt ihr bestimmt zu Hause. Dann falte ich das immer einmal vor. Und jetzt mache ich das ganz einfach, dass ich das Ganze hier einmal dann drauf setze. Ne, auf diese, auf die beiden Falzen. Das heißt, das wird jetzt hier verklebt und hier verklebt. Und was ihr auch gleich machen könnt, ich mache das entweder gleich, könnt ihr auch später machen, aber gut, dass ihr es gleich macht. Wenn ihr hier an einer Seite auch nochmal, also es muss jetzt von drei Seiten geschlossen sein, aber nur ein bisschen, also nur an der Kante auch Kleber macht. Ne? Also nicht bis in die Mitte, sondern wirklich nur hier an der Kante noch etwas Kleber, damit ihr das nachher noch gut ein bisschen öffnen könnt, weil wenn das dann hier nachher drauf ist, wird das ja mit der offenen Seite, die verbleibt, nachher auf die Bindung gesteckt. Das heißt, das muss ich gut ein bisschen öffnen lassen. Deswegen mache ich das immer nur, dass ich halt hier nur quasi am äußeren Rand die Seite oben einmal zuklebe, weil die Seite soll nicht auf sein. In der Regel. Allerdings kann man das auch später machen, je nachdem, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch ein Element macht, dass ihr hier noch eine Seite drauf macht, wo man das nochmal einmal aufklappen kann. Nur so als Beispiel. Dann könnt ihr diese Seite noch offen lassen, da später dann die Seite zum Umklappen, die Faltkante quasi reinstecken, mit Kleber versehen und dann das damit zukleben, das geht auch. Ich mache es in diesem Falle vorher. Nur das ist, wie gesagt, das sind Möglichkeiten. Ich erzähle euch in diesem Video mal ein bisschen mehr, was man noch alles machen kann. Ich mache das jetzt nicht, aber ich erzähle euch einfach nur mal ein bisschen mit, was man noch alles machen kann. Nur, dass ihr schon mal so ein bisschen einen Einblick habt, was alles, wie man die Grundseite überhaupt schon mal so gestalten kann. Weil ihr habt ja immer wieder geschrieben, ihr möchtet das doch gerne mal sehen. Deswegen versuche ich das jetzt mal bei euch. Und dann ja, kleben, glaube ich, kennt ihr ja, ne? Ich glaube, ihr wisst, wie man klebt. Mittlerweile habe ich auch einen Klebekurs besucht. Damals in der Grundschule. Ich war ja früher in der Schule. So Textilwerken und Kunst und solche Sachen, Klebesachen mit Papierarbeiten in der Schule war das für mich nichts. Da konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Das war nie meins. Und ich hätte im Leben nicht gesagt, dass ich irgendwie kreativ bin oder kreativ mit Papier bin. Weil ich es gehasst habe. Aber das war auch diese Vorgaben, die man noch hatte. Ne? Da hat man ja immer Vorgaben gehabt, was man malen sollte, was man basteln sollte. Und ja, ne, dann hing das ganz viel von den Lehrern ab. Nicht nur von dem, ob man es konnte, sondern leider, ich glaube, das haben wir alle erlebt, auch immer Sympathie. Ne? Wenn die Lehrer einen mochten, dann konnte man alles machen und alles war toll. Wenn die Lehrer einen irgendwas wegen nicht so mochten, dann konnte man sich oft teilweise auf den Kopf stellen. Und es wurde als schlechter bewertet und bei den Kunstsachen war das ja auch immer problematisch.
anderen Fächern war immer das, ne, da hat man eine Arbeit geschrieben, da gab es Richtwerte für, wie man eine, zum Beispiel eine Mathearbeit auswertet. Ob die Formel richtig ist oder nicht, das kann man nicht nach eigenen, da kann der Lehrer nicht nach eigenen messen. Bei Kunst und so ist es natürlich immer so ein bisschen, ja, da spielt halt Sympathie oder war zumindest von meinem Gefühl her oft so Sympathie auch immer eine Rolle mit, leider. Ja, aber gut, gibt Schlimmeres, wie gesagt, ich habe es mit, wie lange bastel ich jetzt, seit 12 Jahren ungefähr, also ich habe es mit Ende 30, habe ich meine Kreativität für doch noch entdeckt und eben auch Kreativität mit Papier. Also macht euch keine Sorgen, wenn ihr vielleicht das noch nicht habt oder als Kind nicht hattet oder und denkt irgendwie so, ne, schade, mein Kind hat das vielleicht nicht oder was auch immer. Es kann sich auch noch später entwickeln. Ne? Nur weil man etwas als Kind nicht konnte oder nicht mochte, heißt das nicht, dass man das nicht später trotzdem noch haben kann und trotzdem Talent dafür haben kann. Das nur noch mal. Ne? So, dazu. Oh. So, das war genug aus dem Leben erzählt. Tut mir leid, wenn das vielleicht zu viel war. Ich will damit, also ich will mit sowas niemals jemandem zu nahe treten. Ne? Nur, dass ihr das. Auch keinem Lehrer, der vielleicht zuguckt. Ich komme selber aus dem Lehrerfamilie. Ich weiß, dass es für die auch echt schwer ist. Ne? Also die haben es nicht einfach. Also das auch mal hier gesagt. So, genug gesabbelt. Das ist die Grundseite. Ne? Wie gesagt, die Seite habe ich schon mal geschlossen. Und ihr seht, ich kann das hier noch gut aufmachen und kann das dann gut über die Bindung stecken. Und auch deswegen mache ich das, wo hier die Falzkanten sind, dass ich da noch einen Millimeter habe, dass ich hier wirklich nachher genug Platz habe, um das Ganze schön nach hinten auf die Bindung drauf zu stecken. Ne? Weil je leichter es dann drauf gleitet, umso besser ist das, umso weniger lauft ihr Gefahr, dass ihr euch hier über Kleber hinschmiert oder euch das versaut oder schief einklebt oder sowas. Deswegen gute Vorarbeit, ne? Ist wie immer beim Basteln schon mal die halbe Miete. So, die kann schon mal weg. Jetzt geht es an die eigentliche Auflage, also die vordere Seite hierfür mit der Schablonentechnik. Kurzer Tipp, macht euch einen Kaffee. Das ganze Video wird, glaube ich, insgesamt doch eventuell etwas länger. Ich versuche es kurz zu halten. Deswegen holt euch was Leckeres zu trinken, macht es euch gemütlich, holt eure Bastelsachen raus und genießt es. Habt Spaß. So. Nee, das brauche ich jetzt gerade nicht. Sorry. So. Dann brauche ich jetzt einmal wieder als Grundseite da natürlich einmal eine Seite in 21x21. So, einmal zurechtschneiden. Dann lege ich mir meine Schablone auf. Ja. Gucken, dass das ungefähr gerade ist. Könnt ihr gucken, ob ihr das mit dem Auge macht, ob ihr euch, wie ich jetzt hier, man kann sich natürlich super auch jetzt zum Beispiel irgendwie was unterlegen. Es gibt auch von Kreativ-ID so eine Karomatte zum Beispiel, wo man so ein bisschen so ein Raster quasi, was man nehmen kann, damit man das so ungefähr gleichmäßig ausrichten kann. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Pi mal Auge ist manchmal bei handgemachten Sachen auch schön, wenn man das so hundertprozentig exakt macht. Aber auch da jeder so, wie er es mag. Ne? Und ich finde, so handgemacht ist ja auch, kennzeichnet sich ja auch ein bisschen dadurch, dass es eben nicht alles so hundertprozentig gleichmäßig ist, wie wenn es maschinell gemacht ist. Ne? Aber ich liebe dieses exakt gerade Arbeiten. Gut, so. Ja, ich habe mir das jetzt aufgelegt, dass das so für mich mit den Abständen links und rechts ganz gut passt. Ne? So ungefähr gleich ist, und was jetzt schon mal gut ist, damit euch die Schablone nicht verrutscht, während ihr anzeichnet, ist das auch schon mal ganz gut, wenn man das Ganze einmal ein bisschen fixiert. Ne? Wirklich nur so ein bisschen, es muss nicht zu viel sein, aber ein bisschen, damit euch das Ganze nicht so verrutscht während des Anzeichnens. Ist immer ganz gut, wenn man die Schablone einmal auf dem Papier ein bisschen fixiert. Ne? Also besser könnt ihr dann quasi einfach arbeiten. So, das ist wie gesagt nur so ein bisschen hier.
dass das einmal so läuft. Man kann sich das Ganze, wenn man will, auch noch einmal unten am Tisch platzieren. Gut, das brauchen wir jetzt nicht. Statt so ein Band nicht zur Hand habt, ihr könnt auch Washi-Tape nehmen. Allerdings, wenn ihr Washi-Tape nehmt, um das zu fixieren, wichtig, dass es kaum klebt. Im Zweifelsfall ist Washi-Tape vorher einmal auf die Hand und dann mal so ein bisschen abziehen, dass die Klebekraft ein bisschen nachlässt. Das nur noch mal so als Tipp. So, jetzt nehme ich mir einmal hier eine Linie, die ich machen will. Und zeichne mir die einfach einmal an. So, ne, diese Linien hier, die muss man nachher einfach ein bisschen ja, einfach im Kreis weiterschneiden. Die stören nicht beim Ausschneiden. So, theoretisch war das schon für das Grundglas. Dann müssen wir uns aber überlegen, welches Papier da an die Oberseite soll. Da hatte ich mir schon eins. Genau. Ich wollte gerne das hier mit dem Beluga nehmen. Rechtswahl, den mache ich persönlich auch besonders gerne. Ich finde ihn niedlich. So, und jetzt kann man das zum Beispiel auch machen, oder sollte man eventuell, dass man schon mal guckt, dass man sich jetzt das eventuell auch schon mal unterfixiert. Muss mal gucken, ob das jetzt so klappt. Ja, ich fixiere mir die Seiten hier jetzt mal einmal noch neu so ein bisschen. Das mache ich jetzt hier einfach. Ich sehe ja noch, ob die Linien richtig anliegen. Ich das jetzt hier kurz löse. Nochmal. Fixiere mir das nochmal leicht. Die Schablone, dass sie noch weiter richtig liegt. So ungefähr zumindest. Und dann kann ich mir nämlich das hier einmal mit ausrichten. So, dann nochmal einmal gucken, ob meine Schneidelinien noch richtig anliegen. Ja, das sieht gut aus. Das muss ich gleich nochmal machen. So, deswegen, ne, wie gesagt, eigentlich fixieren. Vielleicht hätte die Schablone jetzt einfach auf dem Tisch fixieren sollen. Sagt mir das doch mal, liebe Leute. Spaß. So, nochmal einmal wieder ausrichten. Mal gucken, ob es noch passt. Ja, sieht gut aus. So, jetzt das Ganze noch mal einmal wieder ein bisschen fixieren. Damit wir jetzt hier die nächste Linie uns auch einfach richtig anzeichnen können. Und dann machen wir das Ganze auf dem Designpapier nämlich auch einfach noch mal, dass wir uns das hier auch auf dem Designpapier noch mal einmal anzeichnen. Wenn ihr normalen Bleistift nehmt, drückt nicht zu fest auf, dass ihr dann im Zweifelsfalle, falls was überbleibt, auch noch wieder abradiert kriegt. Kleiner Tipp. Für sowas ist eigentlich perfekt geeignet, den hätte ich jetzt eigentlich nehmen sollen, so ein unendlich Bleistift. Weil man mit dem, der lässt sich nämlich, weil er ja zum Skizzieren ist. Mal gucken, ob ich den jetzt gerade griffbereit. Bin ich jetzt gerade nicht griffbereit, wo habe ich den denn hingetan? Da oben. So, genau, ich zeige euch den mal, hätte ich nehmen sollen. Das ist so ein sogenannter Unendlich-Bleistift oder Ewig-Bleistift. Der hat so eine dicke Spitze und der ist zum Skizzieren und Vorzeichnen geeignet. Und der lässt sich eben sehr gut wieder wegradieren. Na, weil er eben nur zum Vorzeichnen ist. Also der ist halt nicht für dauerhafte Zeichnungen oder Schriften, also zum Schreiben, sondern wirklich nur zum Vorskizzieren und so. Na, aber ist eben dafür gut geeignet. So, jetzt habe ich mir das Ganze hier angezeichnet. Schon mal. Jetzt schneide ich mir das Ganze einmal hier schön der Linie entlang aus. Was ich nochmal mache, ist bei dem mittleren Teil, dass ich hier in der Mitte eine kleine Öffnung habe, mache ich das einfach, dass ich mir hier nochmal einmal die Linie ungefähr anzeichne, die Mittellinie. Hier auch, da wo die Kreise eigentlich zusammenkommen.
Ne? Dass ich da so einen Steg habe, der nachher ausgeschnitten wird. Ne? Hier, dieses Mittelteil schneide ich nachher aus. Da ist die Öffnung, wo der Magnet quasi durchzusehen ist. Ne? Dass da so ein bisschen, ja, hier, der Bereich. Ne? Es ist einfach, damit das nachher gut zusammenhält und sich auch ein bisschen besser öffnen lässt, ist nachher da halt eine kleine Stelle frei. Und das bietet sich halt an, die Stelle zu nehmen. So, jetzt wird das Ganze einfach einmal ausgeschnitten. Ja. Kreis ausschneiden, ja, ist jetzt nicht so meine Stärke. Für, also es gibt ja auch einen tollen Kreisschneider bei Kreativ, bei die, und ich glaube, der wäre zu klein für diesen Kreis jetzt. Also wichtig ist beim Ausschneiden ja einfach immer, nicht die Schere drehen oder bewegen, sondern das auszuschneidende Element durch die Schere bewegen. Also die Schere gerade halten und das Papier bewegen. Ne? So, ich schneide das mal kurz aus, weil ich glaube, beim Ausschneiden müsste ich mich die ganze Zeit zugucken. Ja, ich schneide das mal kurz aus und dann geht es auch schon mit dem Leben weiter. So, ich habe mir das Ganze einmal zu Ende ausgeschnitten. Dann kann man sich, wenn man schon einmal gucken, dass man die richtigen Seiten hat. Also oben und unten hat, muss man sich vielleicht vorher ein bisschen sonst markieren. Erkennt man ja daran, dass die Linien, die Schnittlinien gut übereinander laufen. Das scheint oben zu sein. Ja, jetzt ein bisschen kurz puzzeln. Also, wie gesagt, das. Im Zweifelsfalle markieren. Ja, also sieht das gut aus. Das ist das obere. Da mache ich mir jetzt einfach mal ein O drauf. Und dann ist das das untere. Ne? So. Und das ist vor allen Dingen nachher eventuell wichtig für Zusammenkleben. Deswegen mache ich mir auf der Rückseite jetzt auch nochmal Markierungen. Ja, das ist einfach nur für mich jetzt. Wenn ich das gleich auf die Seite aufklebe, ist es manchmal einfach einfacher, wenn man sich Markierung macht. So, hier ist links. Das heißt, da klebe ich jetzt auch einfach schon mal auf. Ja, da stelle ich jetzt einfach die Papierzuschnitte auf. Wie gesagt, das ist ja nur, ne? Das ist ja gleich im Prinzip, wie es geht. Na, Walu? Ja, Walu liegt hier auch in der Nähe und putzt sich. Die beiden lieben das einfach hier in Ruhe zu liegen. Erst noch beim Basteln ab und zu sitzt Walu nämlich auch dabei. Beziehungsweise ist Walu eigentlich auch immer mit im Raum. Aber Walu ist dann eher so der stille Zuschauer. Während Barney ja einfach auch gerne mittendrin ist und dann gerne mal einen Kommentar da lässt, ob ihm meine Arbeit gefällt oder ob er der Meinung ist, dass ich das nicht richtig mache. Ne? So, und irgendwas ist hier gerade gewaltig schief. Glaube fast. Dann werde ich beim Schneiden einfach so ein Mist gebaut. Ne, ich habe einfach rechts und links vertauscht. Gut, okay, das war jetzt einfach mein Fehler. Ich habe rechts und links ein bisschen vertauscht. Nee, Quatsch. Egal. Ne? Aber wie gesagt, beim Aufkleben ein bisschen gucken. Lieber hier vorne noch ein bisschen schwarzen Rand lassen. Der Vorteil ist, dann kann man das eventuell noch ein bisschen ins Recht schneiden nachher beim Zusammenklappen. Ne, das klebt man einfach auf. Wie gesagt, hier gucken, dass die Ränder ungefähr gleich sind. Das mache ich jetzt nochmal einmal kurz zu Ende und dann geht es auch weiter. So, ich habe mir die Teile fertig zusammen gemacht, also aufgeklebt, teilweise noch ein bisschen begradigt, das muss ich gleich eventuell noch mal ein bisschen nachmachen. Also man kann ja nachher hier, wenn ihr zu viel schwarzen Überstand habt, dann noch ein bisschen was von abschneiden, so dass das dann euch gefällt.
auch nicht zu viel ist. Hier die Ränder, die werde ich nachher noch mit meinem super Rettungswachs wahrscheinlich verzieren, weil die etwas nicht ganz gleichmäßig sind. Muss man gucken, ob er das stört. Ansonsten, wie gesagt, der Gilding-Wachs, den ich immer nehme, ich habe ja den von, ich weiß es gerade die Firma nicht genau, Moment. Aber ne, der PPO Gilding-Wachs, der ist super. Das ist, wer meine Alben kennt, weiß, das ist mein Rettungswachs. Ne, weil das ist genau für solche Kanten. Und wenn da ein bisschen Klebespuren sind, nachher einfach ein bisschen damit rüber gehen. Kaschiert das Ganze super und macht einen super tollen Effekt, auch so ein bisschen Antikeffekt teilweise. Hier habe ich ja Silber genommen, weil ich fand, das passt am besten bei diesem Album. Dann gibt es in ganz vielen verschiedenen Tönen. Den gibt es, glaube ich, also bei Kreativ-ID nicht. Der ist von Crafters Companion, nur das so zur Info. Dass ihr auch immer ein bisschen wisst, wo ich meine Materialien her habe. So, das Ganze soll jetzt mal aufklappen. Das heißt, hier hinten müssen natürlich noch die Klapplaschen ran. Das mache ich ganz einfach. Na, Balu, wolltest du auch mal gucken, auch mal luschern kommen, was Härchen hier macht? Ja, jetzt ist es doch interessant, ne? So, also ich nehme hier einfach ein Stück Papier, was die gleiche Länge hat, natürlich. So 21, ne? Die volle Seite, nicht so volle. Ich schneide mir das immer einmal auf 4 cm zurecht, dass ich dann 2 cm Klebefläche pro Auflage habe. Das ist eigentlich so ganz gut von der Fläche her, dass es genug Kraft hat, auch ne, genug Halt hat nachher. Also ich mache immer wieder 2 cm. Persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber auch das könnt ihr ja für euch selber machen. Gucken, wie ihr besser arbeiten könnt. Das sind ja alles nur Ideen von mir. Ne? Also so, wie ich es einfach mache, welche Erfahrung ich dafür nicht habe. So, ne, das Knüssel knicke ich mir auch einmal um. Wenn das nicht so hundertprozentig Kante auf Kante liegt, das ist nicht so wild. Vorne an, da kommt von innen nachher eh noch was rüber. Ich habe mal wieder mein Faltbein untergelegt. So, auch hier einmal schön begradigen, dass man eine schöne glatte Kante hat. Ne? Und dann ist das ganz einfach. Dann nehme ich die kleine Flasche. Also kleine, nehmt euch auch eine Flasche mit einer kleinen Tülle oben. Ist immer ganz gut fürs Kleben. Ich habe verschiedene Größen von Kleberflaschen. Also zwei verschiedene zumindest. Ich habe noch welche hier mit ganz feiner Spitze. Die sind teilweise auch nicht schlecht. Die brauche ich allerdings eher, wenn ich. Also die habe ich eher für die Kartengestaltung, wenn dann genutzt, als ich das mal gemacht habe. So. Ja, also einfach ein bisschen Kleber auftragen. Dann einmal natürlich gucken, dass das hier schön gleichmäßig oben und unten aufliegt. Denn hier kann man das Problem lösen, wenn man hier oben ein bisschen Überstand hat, das kann man einfach noch wegschneiden. Das ist da nicht das Problem. Einmal ankleben. Ich gerne einmal Falzbein rüber, dass das richtig schön andrückt und anzieht. Ja, das Ganze mache ich für die Seite auch. Und hier unten, für die mache ich das ein bisschen anders. Also nur mit dem Ranbringen. Also ich meine natürlich die gleiche Breite. Ja, also das lasse ich natürlich mit den 4 cm. Und hier mache ich mir einmal die Falzlinie bei 2. Aber gut, das kann man jetzt theoretisch natürlich auch schneller mit der Hand. Ich arbeite sehr gerne mit Falzbreiten mit rein. Und ich habe sowas jetzt alles hier. Wenn nicht, dann kann man das natürlich auch bei so kleinen Sachen gerade mit der Hand machen. Ne? Das lässt sich ja auch noch gut per Hand falten, dieses Papier eigentlich. So. Und jetzt mache ich das, dass ich mir das einmal auflege. Ne? Das, was ich haben will. Einmal anzeichnen, damit ich die Linien habe. Ne? Weil ich nach Möglichkeit möglichst direkt an der Kante auch das haben möchte, dass ich hier gerade hier an den dünneren Kanten unten so ein bisschen Stabilität auch einfach mit habe. Jetzt einfach, dass ich das dann hier einmal auch schön entlang der Linie einmal wegschneide. Dann auch erstmal eine Seite natürlich den Kleber drauf machen.
einmal anklebe. Ja. So. Das mache ich jetzt mit allen vier Teilen. Was ich noch mache, oder schon mal machen könnte, ist, ich möchte die Rückseite ja auch ein bisschen verzieren. Also wenn man diese Seiten aufklappt, dass das dann nicht schwarz ist, sondern auch ein bisschen Farbe hat. Da kann man zum Beispiel jetzt noch braunes Papier einfach nehmen, dass man da was hinschreiben kann. Oder was man möchte. Ich nehme hier auch nochmal, ich mag es einfach gerne, wenn das da auch ein bisschen verziert ist. Mal gucken, was hier gut passt. Ich nehme das hier. Auf der Seite nehme ich das. Oder ich nehme das. Ja, dass ihr da einmal guckt, was ihr da haben wollt. Für die Rückseite müsst ihr euch natürlich vorher überlegen, welche Seite hier wollt ihr haben für die Rückseite. Ne? Wollt ihr das Motiv haben? Oder wollt ihr das Motiv haben? Die von Stamperia sind immer zweiseitig, wie die meisten Designblöcke. So, ich glaube, ich möchte das. So, und dann lege ich mir das. Jetzt einfach einmal an. Sehe ich weit, nicht weit, nicht drin. Achso, natürlich. Ganz klar, warum nicht. Wir müssen die mittlere natürlich schützen. Also die Rückseite ist jetzt mehr nur so ungefähr, ne? Also natürlich ungefähr hinhaut. Aber ne, das ist ja jetzt nur so ein bisschen Verzierung. Die ich wieder nochmal mache, kann ich mir das Ganze hier einmal anlegen. Ein bisschen ungefähr das habe. Ja. Das kann so bleiben. Ja, dann zeichne ich mir das Ganze auch einfach einmal wieder hier mit den Vorderteilen. Die sind jetzt natürlich perfekt wie eine Schablone. Zeichne ich mir das Ganze auch einmal auf. Also die Schneidelinien einmal an. Wie gesagt, wenn das nicht so passgenau ist auf der Rückseite nachher, ist nicht so schlimm, weil man das hier nicht mehr ganz sieht. So, jetzt habe ich alle einmal für die Rückseite. Jetzt kann ich mir das Ganze auch ausschneiden. Und ich mache das jetzt natürlich schon einmal, wenn ich Linien anschneiden kann, mache das nicht vorher schon, weil ich ja das hier einmal anbringe. Das hier einmal anbringen möchte. Kamera nimmt noch auf. Gut, okay, hatte nur kurz die Verbindung verloren. Ne, ich möchte ja diese Kante einmal überkleben. Wenn ich das anbringe, dass nachher da das Designpapier drauf ist. Deswegen habe ich das mit dem Zurechtzeichnen und Schneiden jetzt erst gemacht, damit ich dann für jede Seite das Teil habe. So. Ich schneide das auch einmal ab, klebe das da schnell drauf. Da braucht er jetzt dann nicht bei sein. Und dann geht es auch schon weiter mit dem auf die Grundseite anbringen. So, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was vorbereitet. Und zwar ist das jetzt so der Teil, wo jetzt dieses die Aufklappelemente drauf kommen, die ich vorhin mit euch gemacht habe. Das wird nochmal eine Seite zum Aufklappen. Dazu habe ich eine Pappe zurechtgeschnitten in 21 x 23 und bei 2 cm wieder gefalzt, damit ich wieder die Umklappkante habe. Das Ganze wird mal nach unten aufgeklappt, dass es immer mal in verschiedene Richtungen geht und wird dann halt hier bei der unteren Seite nochmal draufgeklebt, dass man hier innen auch nochmal Möglichkeiten hat, was unterzubringen. Genau, aber jetzt wird das aufgebracht. Ich fange mit einer Seite davon an. Muss man so ein bisschen Stück für Stück ein bisschen zusammen machen, dass das dann alles gut passt. Klebelehrgang Teil 2. Mal gucken, dass ich hier möglichst
an die Kante komme, lieber eher ein bisschen rüber über die Kante als zu weit rein, dass wir innen genug Platz haben, den wir klappen, ne, dass das hier alles gut miteinander geht. Ne? Zweifelsfall muss man vielleicht noch mal ein bisschen zurechtschneiden. Also wenn jetzt hier innen ein bisschen Kleber rauskommt, das macht nichts, da kommt ja gleich auch nochmal Papier drüber. Wie gesagt, Kleberradierer ist auch gut, wenn man da ansonsten einen hat. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier oben schon mal so anarbeite, dass diese Seite jetzt gut auf uns zugeht, nach Möglichkeit. Und quasi jetzt wieder ein bisschen wieder zusammenpuzzeln das Ganze. Ja, also ich habe ja von der Rückseite habe ich das ja auch übrigens verziert. Wir hier gucken nach Möglichkeit, dass das Papier oben möglichst eine Flucht gibt, die Kante. Einfach für die Optik auch. Ne? Und das sich gut auch klappen lässt. Dann ist das auch nicht so besonders schwierig jetzt. Auch mit dem Magneten gleich, das ist nicht das Problem, da das zu machen. So, unten genau das gleiche Prinzip wie oben. Gucken, dass sich das Ganze klappen lässt. Schlucht einigermaßen stimmt. Das Ganze einigermaßen gerade sitzt. Ja, da kann man gleich mal gucken, jetzt mit dem letzten Teil, ob der noch gut passt. Das passt noch alles, genau. Den hier ein bisschen schieben, ja. So sieht das alles gut aus. Das heißt, jetzt kann noch das letzte Seitenteil drauf. Mal gucken, dass sich das alles klappen lässt, unabhängig möglichst. Dass es gut schließt, dass das Motiv geschlossen. Die Kanten auch übereinstimmen einigermaßen, dass das Fortlaufende ein bisschen erhalten bleibt. Dann auch einfach schön andrücken, dann ist das schon mal soweit fertig. So, und jetzt haben wir hier einmal diese Mitte, die ich offen gelassen habe, wo man die kleine Öffnung ist. Wenn der Magnet hinkommt, da mache ich mir einfach einmal eine Markierung für die Mitte ungefähr. Dann habe ich mir hier schon mal zwei Magnete zurechtgelegt. Die sind schön dünn. Also guckt, wenn ihr für Alben was macht mit den Mechanismen, dass ihr möglichst dünne Magneten nimmt, dass nicht so viel das aufträgt. Aber wenn die zu dick sind, das sieht nachher nicht so gut aus, weil das Papier sich dann so doll beult. Also ich mache das Ganze immer auf. Dann nehme ich immer schön stark klebendes doppelseitiges Klebeband. Also das hier ist so dieses rote, das ist super Hafti-Tape, Haftdings, gibt es bei verschiedenen Herstellern. Dann mache ich mir da einmal ein Stück schon mal über die Mitte rüber. Auch da habe ich eine Schere wieder hingehängt. Okay, zwischenzeitlich wieder aufgeräumt. Ja, und wie immer, die Oberfläche lässt sich hervorragend mit so einem Pixie-Tool von Andrea abmachen. Die sind einfach klasse, die Dinger. Ja, dann gucke ich jetzt, dass ich den Magnet hier einmal auch möglichst mittig natürlich draufklebe. Jetzt muss ich schon mal überlegen, was ich jetzt hier oben drauf haben möchte. Als Verschluss nachher, bei dem anderen hatte ich mir das ja hier bei dem, was ich euch vorhin kurz gezeigt habe, da habe ich ja das quasi ein Motiv quasi ausgeschnitten, nochmal auf Pappe geklebt und dann das Magneten untergeklebt, also das quasi selber gemacht aus dem Papier. Ist natürlich eine Möglichkeit. Oder was natürlich auch super geht, ist einfach einen von den Die-Cuts. Ne? Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Muss natürlich die Größe ungefähr passen.
So, dass es das verschließt. Oder können wir einmal mal gucken. Und am besten eigentlich auch so, dass es motivmäßig ein bisschen dazu passt, würde ich sagen. Nochmal so ein Wal. Jetzt hätte schon was, ne? Ich glaube, ich mache das so. Ja, doch. Das ist jetzt, würde ich sagen, eigentlich ein Pottwal. Aber das passt. Das passt optisch, genau. Ich nehme jetzt hier so einen passenden Die-Cut. Ja. Und mache das einfach jetzt, dass ich auf den Magneten hier nochmal wieder einmal das drauf mache. Ein Streifen. Starkhaftes Klebeband. Dann gucke, dass ich hier irgendwas mittig drauf kriege. Schön fest andrücken. Dann vorsichtig einmal abnehmen. Genau, klappt schon, dass er das, dass der Magnet hält. Was jetzt immer noch ganz gut ist und so ein bisschen, dass dieser Magnet hier ein bisschen besser hilft. Was ich immer gerne mache, ist, dass ich da ein Stück Papier noch drüber mache. Dann nehme ich allerdings nur 80 Gramm Papier oder dünnes Band geht auch. Es gibt ja so Packband, was so papiermäßig oder so ist. Das geht auch. Oder halt, wie gesagt, 80 Gramm Papier geht auch ganz gut. Einfach nur, um das nochmal so ein bisschen festzuhalten. Ne? Dass man jetzt mal so ein Quadrat ausschneidet, was hier halt drüber passt, was man draufklebt. Und den Magneten noch ein bisschen fixiert. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal passend weiß in diesem Fall, welche Farbe ihr nehmt. Das ist euch hier überlassen. In der passenden Größe einfach. Gucken, dass es so passt, dass es dann über das Die-Cut nicht drüber geht. Und dann die Ränder schön ein bisschen mit Kleber einschmieren. Kleben. Also ich nehme jetzt hier dünnes Papier hier oben, weil hier kommt ja auch noch mal das Designpapier drüber. Und wenn das, ich meine, es ging ja auch mit, ne? 180 Gramm oder 160 Gramm theoretisch, aber da ja hier auch noch mal Papier drüber kommt, gleich, das ist so, wenn da zu viel Papierschüssen ist, dann beeinflusst das die Haftkraft halt ziemlich. Und deswegen nehme ich halt hier für die Rückseite dünnes, weil das ist ja eh, das ist ja keine Sichtseite. Da ist das dann ja in Ordnung. So, jetzt kommt hier einmal der Hintergrund rein, den ich nehmen möchte. Ich muss überlegen, ob ich einfach mal das nehme. Das ist eigentlich auch mal ganz hübsch. Anstatt die auszuschneiden und zu verwenden, kann man die ja theoretisch auch einfach mal einkleben. Das mache ich jetzt einfach mal. Das ist einfach die Seite. Das ist die Rückseite von dem, die Innenseite von der Rückseite von dem Block. Das ist einfach, das Papier ist auch einfach ein Träumchen. Das ist einfach, das Imperia macht einfach tolle, tolle Papiere. Gleichmäßig sind. Das hier, das Ganze kann man dann gerne noch mal mit ein bisschen Gilding akzeptieren. Das mache ich wahrscheinlich aber ganz zum Schluss, wenn das Album fertig ist, dass ich dann noch mal gucke, wie werde ich das machen. Schön andrücken. So, und jetzt hat man hier schon mal eine Möglichkeit. Jetzt kann man das Ganze gut schließen. Und durch den Die-Cut ist das Ganze schön geschlossen. Das hält auch, solange er nicht zu doll wackelt. Ne? Also das hält an sich auch, erfüllt seinen Zweck. Und jetzt kann man das zum Beispiel natürlich noch gut machen, dass man, also man hätte jetzt
theoretisch natürlich auch machen können, dass man hier das halbiert, dass man hier eine Tasche zum Einstecken hat. Oder man guckt, ob man zum Beispiel noch einen Teig hat, nimmt, den hier unten in die Ecke macht. Einfach nur, dass man da noch was hinterstecken kann, dass man noch eine so eine Möglichkeit hat, einen Einschub zu machen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Da kann man ja individuell gucken, was man da machen möchte. Ob ich hier vielleicht irgendwie was habe, was da hinpasst. So ein bisschen natürlich gucken. Ich lasse das jetzt, glaube ich. Man könnte ganz gut hier, wie gesagt, zum Beispiel noch so eine Tasche setzen oder man schneidet ein Stück hier was aus, setzt dann auch ein Stück Papier hinter, also Farbkarton, dass das ein bisschen versteckt ist und macht das hier unten noch irgendwie so über die Ecke, einfach nur, dass man so einen Einschub quasi hat. Das überlege ich mir nochmal ganz in Ruhe, ob ich das nochmal mache. Das zeige ich euch dann sonst nochmal im fertigen Video, falls ich das mache. Das dauert jetzt zu lange. So, das kann einmal verschlossen werden. Und dann einmal umdrehen. Jetzt wieder die Hauptseite nehmen. Ne? Also die nachher auf die Bindung gesteckt wird. Ich habe das gemacht. Ich habe mir die Seite, die offen ist, einmal ein bisschen markiert. Das ist einfach einfacher. Beim gleich draufkleben jetzt erstmal. Wenn ich weiß, wohin muss. Ich weiß ja, dass ich das so rum aufkleben muss, dass es nach unten aufgeht. Das heißt, die Bindung muss auch links liegen. Auch, weil ich weiß, wie die Seite erstmal drauf muss, dass ich da jetzt mal schon mal einmal gucke. Und was ich jetzt schon mal einmal mache, ist, damit ich das Ganze hier nachher verschließen kann, weil ich auf die Rückseite will ich nämlich noch drauf arbeiten, deswegen mache ich da keinen Magnetverschluss in diesem Falle, sondern ich arbeite mit Bändern, dass man das oben einmal zubinden kann. Da habe ich mir schon mal was zurechtgeschnitten, dann markiere ich mir einmal die Mitte und die ungefähre Länge, wie lange ich das Band ankleben will. Wenn das ist, dass das zum Zugknoten nachher ist, also für eine Schleife, will ich immer gucken, dass es lang genug ist. Ja, also eher lieber ein bisschen länger abschneiden und notfalls nachher noch kürzen als andersrum. Und ihr wisst, dran schneiden kann man nicht. So, das muss natürlich gut anhaften. So. Ja, dann das draufkleben, da kommt ja auch gleich noch mal was gegen. Das heißt, dass das jetzt nicht so weit reingeht, ist nicht so schlimm, weil da kommt ja auch noch mal Papier drüber gleich. So, dann hier auf dieser Gegenseite natürlich einmal genauso. Das ist schon mal fertig. Jetzt kann ich das Ganze schon mal aufkleben unten. Falls ihr da mit Klebeband arbeiten wollt, ist es natürlich auch möglich, dass man das jetzt hier mit doppelseitigem Klebeband macht. Sehr gucken, dass das nicht durchfärbt. Und B würde ich euch raten, im Zweifelsfall immer mit Klebeband und Flüssigkleber zu arbeiten. Weil sich das Klebeband neigt durchaus dazu, also gerade wenn das so einfacher ist, dass sich das löst. Das dünstet quasi aus und löst sich dann mit der Zeit. Also die Haftung geht verloren. Und dass man das wirklich nur nimmt, damit man gleich das einmal anheftet, bis der Kleber quasi trocken ist. Also das habe ich auch schon gerade bei diesen Alben aus Briefumschlägen und so, da habe ich das viel gemacht. Hier bei diesen Alben arbeite ich mit daran eigentlich nur noch mit Flüssigkleber. Der, den ich habe, der zieht ja auch schnell genug an, ne, dass das eben nicht das Problem ist. Mal kurz gucken, ob eine wichtige Nachricht kam. So, das ist fertig. Jetzt kann das Ganze aber aufgeklappt werden. Jetzt geht es natürlich darum, einmal hier nochmal jeweils das Designpapier zu gucken, was hier drauf soll. Dass das schon passt. Ich nehme einmal hier die Rodde. Nehme einmal den Rudelball. Schön.
Die klebe ich da, die werden da jetzt einmal schnell draufgeklebt. Und was ich dann gleich zum Abschluss nochmal mache, das habe ich ja in den letzten Alben auch immer schon mal mit eingebaut, was ich ja gerne mache, ist, dass ich aus Acetatfolie so einen Überkasten, also noch eine Seite quasi basteln, was ich da draufklebe, was ich dann auf einer Seite offen lasse, dass man da Fotos unterschieben kann. Ja, das heißt, da kann man einfach A, gibt es einen schönen Effekt nochmal für die Seite, und B, hat man den Vorteil, dass man eine Fototasche hat. Das mache ich ganz einfach. Das habe ich einfach nochmal schon vorbereitet. Das mache ich mir halt, schneide ich mir zurecht in 21x21, also von der Grundseite die Dings. Dann schneide ich mir immer einen halben Zentimeter Streifen zurecht. 2x21, 2x20, dass ich einmal so ein Rechteck habe, was ich außen aufkleben kann. Das klebe ich immer grundsätzlich auch mit starkhaftendem Klebeband auf, nicht mit Flüssigkleber. Und habe hier auf der Rückseite natürlich nur auf drei Seiten, weil eine ja offen bleiben soll, auch das super Haftband drauf. Und dann gucke ich halt nachher, nach wohin soll das offen sein. Also wo soll, möchte ich, dass das reingeschoben wird. Muss ich immer ein bisschen gucken. In diesem Fall ist es, dass die Bindung auf dieser Seite ist. Das heißt, ich mache das rechts hier auch, dass das nach rechts aufgeht, dass man von, also wenn man das so liegt, von hier aus die Fotos reinschieben kann, und unten genauso und nicht oben und unten, weil hier gerade nicht nach unten, weil dann ist immer die Gefahr, dass euch das rausrutscht, wenn die Öffnung unten ist. Also deswegen lieber zur Seite hin. Das heißt, das mache ich, das klebe ich jetzt hier einmal auf, hier dann genauso, und dann ist das Ganze auch schon soweit fertig, dieser Teil der Seite. Das mache ich mal schnell und dann zeige ich euch das nochmal. So. Ich habe das Ganze fertig gemacht. Dann zeige ich euch das jetzt nochmal. Wie gesagt, hier ein Magnet zum Verschließen, dann kann man das aufklappen. Ich habe das gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel einfach eine Postkarte reingelegt, stellvertretend für ein Foto. Kann man natürlich auch machen, dass man einfach was reinlegt. Ja, so zum Aufheben, was man sich dann so mal angucken kann. Und das Ganze dann einfach wieder verschließen kann. Das ist ja das Vordere. Und dann kann man das Ganze halt hier nochmal einmal aufmachen. Einmal umklappen. Und hat hier nochmal zweimal jeweils die Möglichkeit, eben ein oder zwei Fotos unterzubringen. Je nach Größe passen auch zwei übereinander rein. Ne? Oder zum Beispiel einfach hochkant eins. Ne? Oder noch ein größeres, je nachdem, was für eine Größe man hat. Wie gesagt, 9x13 passen auch zweimal rein, zwei übereinander rein. So. Oder man hält eins rein, positioniert das schön. Da hat man die Möglichkeit, schön zu positionieren und hat noch ein bisschen was in dem Rand. So, ist auch eine Möglichkeit. Und hat einfach ein bisschen Aufbewahrungsmöglichkeit, so dass man auch genug Aufbewahrungsmöglichkeit für Fotos hat da drin. Und es aber trotzdem jetzt nicht so extrem dick wird. Weil, wer mein letztes Video zu meinem Album gesehen hat, zu dem aktuellen, das habe ich ja gerade vor zwei Tagen hochgeladen, das ist übrigens eine Playlist Mini-Alben drin. Da sieht man ja schon, dass doch schon wieder relativ dick geworden ist, weil ich mal wieder in meinem, wenn ich so drin bin, nicht aufhören kann. Und deswegen muss ich die nächsten Seiten ja ein bisschen dünner gestalten und möchte aber trotzdem, dass man natürlich Möglichkeiten hat, auch Fotos oder Erinnerungen generell, wofür man das auch haben möchte, unterbringen kann oder einfach ein bisschen was zum Entdecken hat. So, das war's. Das war meine Seite, die ich heute mal mit euch gestaltet habe. Auf vielfachen Wunsch habe ich das mal gemacht, mit Hilfe einer Schablone von Kreativ-ID. Also man kann diese Schablonen auch durchaus nehmen, um mal so etwas andere Seiten in einem selbstgemachten Album zu machen. Finde ich auch ganz gut, dass das funktioniert. Das war damals ja auch mit dem Hintergedanke, dass ich diese Schablonen auch wirklich mit dafür nutzen kann. Und wie gesagt, es geht. Finde ich gut. Wie gesagt, wenn ihr Fragen zur Kreativ-ID habt, schreibt mich an per Mail an justbastler@yahoo.com. Und ansonsten würde mich natürlich brennend interessieren, wie euch das gefallen hat mit dieser Seite. Ob das euch hilft, ob ihr auch inspiriert seid, mal so ein Album zu machen. Wie euch so meine Ideen gefallen. Und generell freue ich mich auch einfach von euch zu lesen. Ich freue mich natürlich auch wieder riesig über ein Däumchen. Einfach, dass ich euch das hier zeige. Das hilft einfach auch der Sichtbarkeit dieses Videos und meines Kanals. Und ja, ich möchte halt auch gerne ein bisschen wachsen. Und wenn ich es noch nicht getan habe, dann lasst natürlich super gerne ein Abo da. Das ist für euch ja kostenlos. Und wenn ihr dann
die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und falls ihr irgendwie sowas wie das Pixie-Tool zum Beispiel haben wollt, dann schaut super gerne in unseren Shop rein, anjusbastelorase.de. Auch der ist in der Infobox verlinkt. So, ihr Lieben, das war's. Ich bedanke mich fürs euch Zusehen. Bleibt gesund. Liebe Grüße aus der Basteloase.